Französisch-Polynesien. Die Idee vom Südseeparadies wurde hier geboren. Schon den ersten Kreuzfahrern hatte die Schönheit der Inseln den Kopf verdreht. Die Sonne schien das ganze Jahr über. Es war herrlich warm. Das Meer war voll von Fischen. Obst und Gemüse wuchsen im Überfluss. Ein Leben wie im Garten Eden. Rund um Bora Bora ist das Meer ein absolutes Highlight für Taucher. Ça y est, t'es ouvert la bouteille, hein? Allez, ciao! Allez, good luck! Ganze Haischulen gehören zu den Stammgästen. Tauchen ist die beliebteste Sportart in der Südsee. Kein Wunder, das Wasser ist sauber und Heimat von vielen Fischarten, die nur in dieser Region vorkommen. Tauchspots wie dieser bei Bora Bora garantieren einen erstaunlichen Fischreichtum. Besonders, wenn die Tiere angefüttert werden. Riffhaie sind völlig harmlose und ständige Begleiter der Taucher. Die Farben unter Wasser sind faszinierend und ziehen jeden in ihren Bann. Erfahrene Tauchguides gibt es hier reichlich. Sie kennen die Spots genau und sorgen mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür, dass niemand enttäuscht wird. Eine Moräne zwischen den Korallen hervorzulocken und so spielerisch mit ihr umzugehen, ist kein leichtes Unterfangen. Die Unterwasserwelt der Südsee gilt als besonders vorzeigenswert. Muränen leben mehr oder weniger versteckt in Höhlen, Felsspalten und Korallenriffen und verlassen nur zum Fressen vollständig ihren Unterschlupf. Muränen werden bis zu 4 Meter lang. Sie schwimmen mit Hilfe schlängelnder Bewegungen des ganzen Körpers. Die Lagune von Bora Bora hat Stammgäste. Riesenmantas, die weltweit nur noch sehr selten zu finden sind. Eine Körpergröße von bis zu 7 Meter können diese Giganten des Meeres erreichen. Einmal mit diesen wundervollen Tieren schwimmen. Das ist der größte Traum vieler Taucher. Und der wird hier vor Bora Bora ganz schnell Realität. Für die Einwohner ist ihre Heimat das Paradies auf Erden. Vielleicht gehört auch deswegen in der Südsee gute Laune einfach dazu. Bora Bora, du wie. Taura aute manu otere mae. Taura i Bora Bora. Die Lagune von Bora Bora schimmert in allen erdenklichen Blautönen. Hier warten Stachelrochen, Tag für Tag, denn hier werden sie gefüttert. Die hocheleganten Meister des Fliegens unter Wasser hautnah erleben. Ein faszinierendes Ereignis. Wer allerdings die Rochenfütterung in dieser Einsamkeit genießen will, sollte möglichst früh am Ort des Geschehens eintreffen. Die schlauen Fische haben die Bequemlichkeit der Fütterung schnell durchschaut und nehmen dafür auch menschlichen Kontakt gerne in Kauf. 30 Minuten dauert das Spektakel. Gut auszuhalten in der Lagune. Das Wasser hat freundliche 30 Grad und ist kristallklar.